Ja, Gleichungssysteme lösen ist ja für viele ein Horror. Ich möchte eigentlich, dass ihr an alle Themen eigentlich rangeht und sagt, mein Gott, ist das easy, weil ich die Vokabeln erkannt habe. Und hier stecken ja auch einige Vokabeln drin, wie zum Beispiel Gleichung, Gleichungssysteme, also ein System von Gleichungen, blöd gesagt. Ihr solltet also wissen, eine Gleichung, da war noch irgendwas mit 2x plus 3 zum Beispiel, das ist ein Term. Diesen Term könnt ihr ja für x zum Beispiel x gleich 4 einsetzen. 2 mal 4 ist 8, plus 3 ist 11. Jetzt könnte ich andersrum rangehen und könnte sagen, ich kenne das hier nicht, sondern ihr seht jetzt diese Gleichung. 2x, 2 mal x plus 3 soll gleich 11 sein. Bestimmt doch bitte mal die Lösung für x. Das könntet ihr ausprobieren, für x mal einsetzen, kommt irgendwann auf 4 und sagt, die Lösung wäre 4 oder. Das solltet ihr ja durchgenommen haben. Ich mache das jetzt schnell, weil ich ja eine eigene Playlist gemacht habe. Gleichungen lösen, wo ihr das entspannt nochmal nachgucken könnt. Minus 3, 2x gleich 8, 2 mal x, das habt geteilt durch 2. Die Lösung ist 4. Das ist schnell und einfach gemacht durch Umstellen, weil ich nur eine Unbekannte, eine Variable habe. Wenn ich jetzt aber das stehen habe, 2 mal x plus 3 mal y gleich 11. Dann könnt ihr umstellen, solange ihr wollt. Da kommt ihr nicht auf die eine Lösung. Und deshalb bräuchte man dann noch eine Reihe, noch eine Zeile, zum Beispiel x plus, was weiß ich, 10y gleich 2. Dann habt ihr eine erste und eine zweite Zeile. Oder ihr schreibt vielleicht römisch 1, römisch 2. Oder ihr macht Striche dahin. Vollkommen egal, jetzt erkennt man aber, aha, Vokabel erkannt, Gefahr gebannt, Gleichung, noch eine Gleichung. Ich habe zwei Zeilen mit jeweils zwei Unbekannten. Andersrum kann man sagen, wenn ich zwei Unbekannte habe, dann brauche ich auch zwei Zeilen, um auf eine entsprechende Lösung zu kommen. Da gibt es hinterher auch noch kleine Stolpersteine, wie man eine Lösungsmenge interpretiert, was rauskommen kann. Jetzt aber grundsätzlich erstmal erkennt ihr sofort, okay, und wie komme ich jetzt auf eine mögliche entsprechende Lösung? Na, jetzt packe ich halt die Verfahren aus, die ich in der Playlist Gleichungssysteme lösen alle erklärt habe. Gleichsetzungsverfahren, Einsetzungsverfahren, Additionsverfahren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das erkennt. Grundprinzipiell könnt ihr alle Verfahren nehmen. Mal ist das besser, mal das andere. Hauptsache, ihr seid euch sicher und fallt auch nicht in ein tiefes Loch, wenn da jetzt zum Beispiel ein Drittel steht, sowas wie Brüche oder wenn da halt ein Minus noch dabei ist. Keine Angst vor Textaufgaben, wie man solche Pakete aufstellt. Da kann ich auch noch Beispiele machen. Schickt ruhig immer irgendwelche Fragen durch. Und auch bloß keine Angst, falls da jetzt noch eine dritte Variable oder noch mehr dazukommen, wenn ich jetzt drei habe. Dann bräuchte ich dann möglichst auch drei Zeilen. Ich denke mir jetzt irgendwas aus, nur damit man, was weiß ich, so 5 plus plus minus minus plus plus. Und dann seht ihr schon entweder die Striche oder 1, 2, 3 oder erstens, zweitens, drittens, ganz entspannt. Da gibt es dann auch zum Beispiel den Gauß-Algorithmus zum Lösen habe ich auch in die Playlist Gleichungssysteme lösen gepackt. Ganz entspannt. Ich hoffe, ihr seid so im Thema dann drin. Wenn Fragen sind, einfach immer durchschicken.